Geringes Hand auflegen. Na, die. Oh, sind die nicht eher was für Alof? Was trägt Alof für welche? Ja, Alof, nimm du mal die. So, jetzt sie noch ausrüsten. Herzturnamulett. Nicht unbedingt. Das Zauberbuch hat sie bereits. Umhang. Von Seelen erfüllt. Oh ja. Wobei, kann ich den nicht besser tragen? Nein, ich habe Entschlossenheit Intellekt. Alof hat auch bereits was. Oh, jetzt habe ich ihr den da schon gegeben. Gewährt Blutfeuer. Ah, kriegt sie doch trotzdem den da. Kupferkopfshelm. Hey. Stiefel haben wir eh nur die Handschuhe. Hier wird geringes Hand auflegen. Fehlschlag in leichte Treffer umgewandelt. Wäre eine Möglichkeit, was ist mit den Torf Zersetzungsrüstungswert? Gewährt keine Gnade. Nö. Trollhautgürtel. Haben wir noch einen anderen Gürtel? Wird noch hier. Ja, am wenigsten instabile Spule. Ja, nehmen wir die mal. Das ist wieder Zauberbuchslot. Oh, hier war noch was für die Hände. Da kriegt sie die da. Ringmäßig haben wir leider nichts, was wir ihr geben könnten. Außer ich habe bei irgendjemandem was rumliegen. Nö, nicht wirklich. Ja, Helm hätten wir nur Kupferkopfshelm. Das ist Hals. Da hat sie schon was. Zauberzerschlagung. Zieht plötzlich in den Lindner Schaden. Nee, ich glaube, den sollte sie nicht aufsetzen. Waffenmäßig. Noch gucken. Ob wir ihr da nicht noch was Besseres geben können als eine hervorragende Pistole. Aber ich glaube, wir haben nur eine hervorragende noch. Nee, eine außergewöhnliche. Nee. Zeptermäßig haben wir auch nichts besonders Tolles. Das ist nur ein außergewöhnlicher Stab und sie hat ein hervorragendes Zepter. Ja, das muss reichen. Oder was ist das? Ah, ist das nicht hier was für Alof? Nee, der hat's schon. Also kriegt sie das Zepter. Und eine hervorragende Pistole. Ja, ist okay. Gut, das heißt den Speed anmachen und wieder hier runter. Gefäßfleisch, ja lecker. Schweinefleisch. Schweinefleisch. Geflügel. Gut abgehangenes Haifischfleisch. So, hier das letzte. Dann hier rein. Ja, die Ruinen öffnen sich. Wir können ein, rein.
Jetzt noch die Reihenfolge in die richtige Reihenfolge bringen, so. Machen wir es so. Und bewegen erstmal alle nach hier. So, das können wir auch ruhig mit Speed machen. Und da sind wir schon. You came as requested. Excellent. I believe the entrance is... Here we are. A moment, if you would. So, und dann folgen wir hier mal da unten. Aha. Hier haben wir auch den Bogen gegeben, ja. Ah. Gut, da haben wir jetzt zwei von der Sorte. Und ein neuer Loading Screen. Warum sieht das Ding aus, als hätten ein Oktopus und ein Betrachter Liebe gemacht? You calling me a cheat? Filthy lying ground stink doesn't play fair. Rolled a 10! Stupid wizard, I rolled 10! Dropping the dice isn't the same as... What? Oh, nett. Nicht nett. Gar nicht nett. Nachdem die Fronten geklärt sind, tauschen der Zauber und der Impfer einen schockierten Blick aus. Einer der neugewachsenen Tentakel tanzt in langsamen, hypnotischen Kreisen über ihren Köpfen. That was the biggest one yet! Look at us standing on the fault line of sanity. Hello up there. Das war der bisher größte. Sieh uns mal einer an. Wir stehen an der Grenzlinie zur Verrücktheit. Hallo da oben. Der Zauberer winkt dem Tentakel da oben zu, bevor er seine Aufmerksamkeit auf dich richtet. Didn't see you come in. Welcome to the Halls Obscured. My friend and I were just passing the time of the game and enjoying these little shakeups. Oh, ich habe dich nicht reinkommen sehen. Willkommen in den verschleierten Hallen. Mein Freund und ich haben uns gerade die Zeit mit einem Spiel vertrieben und diese kleinen Erschütterungen genossen. Wir sind keine Freunde. Dummer Zauberer ist ein dummer Betrüger. Dame schießt einen Satz bunter Würfel quer durch den Boden, bevor er mit den Flügeln schlägt und den Raum durchquert. Egal wohin ich gehe, sind dämliche Imps und Erzmagier immer in meinem Schatten. Hey, there's a familiar face. Weren't you the one who spilled soup in my lap at Arkhamir's annual gala? Hey, das ist ein vertrautes Gesicht. Warst du nicht derjenige, der bei Arkhamir's jährlicher Gala Suppe auf meinem Schoß verschüttet hat? Tain winkt Fasina zu. Wer bist du? Tain? Habe ich dich nicht in Arkhamir's Seerbecken gesehen? Vertreibst du dir die Zeit? Vertreibst du dir die Zeit? Diese ganze Konstruktion ist gefährlich instabil. Lengraf, hast du Gesellschaft erwartet? You brought Len? This is gonna be so much fun. Du hast Len mitgebracht? Das hier wird so lustig werden. Er winkt. Lengraf will zu. Sie ballt ihre Hände rechts und links an ihrem Körper zu Fäusten zusammen. I'm Tain. The Archmage? Maybe you've seen my chaotic orb bouncing around. It's really something. Ich bin Tain, der Erzmagier. Vielleicht hast du meine chaotische Kugel herumhüpfen sehen. Sie ist wirklich beeindruckend. What are you doing here, Tain? How did you even get in? Was hast du hier... Was tust du hier, Tain? Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Sie reibt sich über die Schläfe und seufzt. Also, so wie es aussieht, ist Lengraf eine Vernünftige und Tain ist... ...im Oberstübchen. Ganz meine Meinung. Einige von uns mussten nur seinen Weg durch ein Labyrinth bahnen. Ich bin durch ein Loch reingekommen. Das da, genau dort durch.
musst direkt daran vorbeigelaufen sein, dass du oben warst. Taint deutet hinüber zu einer zusammengebrochenen Wand und lächelt freundlich. Ist das etwas? Ich kam searching for Maura und got distracted. Don't you just love a good antechamber? Das ist ja mal was. Ich bin auf der Suche nach Maura hierher gekommen und bin abgelenkt worden. Liebst du nicht einfach ein gutes Vorzimmer? Taint stützt seine Hände auf seine Hüften und besieht sich die Gegend mit einem Grinsen. Selbst wenn das hier ein paar Verzierungen hat. Er deutet auf einen Fleck sich windenden Fleisches hin, der sich über die Decke erstreckt. Was genau ist dieser Ort? Kommt auf den Punkt hin. Wir sollten hier nicht rumstehen und quatschen, wenn Maura dort draußen ist. Was genau ist dieser Ort? Ich habe mir selbst die gleiche Frage gestellt, als ich hier kam. Tentacles, Eyeballs, Labyrinth? Es könnte alles. Ich habe mich das gleiche gefragt, als ich hierher gekommen war. Tentakel, Augäpfel, Labyrinthe, da könnte alles sein. I'd still be dumbfounded if I hadn't learned it all from Maura's own words. Here, she left this behind. I don't think she expected anyone to follow. Ich wäre immer noch verblüfft, hätte ich das nicht alles aus Mauras eigenem Mund gehört. Ja, das hier hat sie zurückgelassen. Ich glaube nicht, dass sie erwartet, dass jemand ihr folgt. Du hast den Gegenstand erhalten. Mauras Feldtagebuch. Trotz einer durchdringenden Feuchtigkeit lassen sich die Seiten dieses Notizbuchs leicht voneinander trennen. Der in Huana verfasste Text beschreibt eine riesige unterirdische Lebensform aus fleischigen Ranken und geschlossenen Augen. Die seltsameren Passagen nehmen darauf Bezug, eine Vereinigung mit dem Wesen einzugehen, mit dem Ziel, arkane Trugbilder zu beschwören. Gegen Ende des Buches schreibt Maura, Vale, die 100 Visionen, die Verschleierte, der Verschleierte, das Gesicht ohne Augen. Ich glaube, dass du es bist, der in der Dunkelheit verweilt, der du einst über die Welt wandeltest. Warum überlebst du noch? Warum bist du nicht erwacht? Kann man dich gegen die Dämmerungssterne wenden? Bedroht er nicht deine Mysterien? Wirst du ihm nicht seine letzte Dämmerung bereiten? Okay, da will jemand Vale gegen Eotas hetzen. Und ja, leichtes Déjà-vu. Ich hab's nicht gewusst, ganz ehrlich. Ich hab ja... als wir mit dem Seeker Slayer Survivor DLC fertig waren, ja gesagt, wir hatten jetzt ein DLC mit Rümerkant und ein DLC mit Galloway'n. Jetzt hat nur noch Vale gefehlt. Und es ist tatsächlich Vale. Dieses Mal. Naja gut, eigentlich fehlten Vale und Skane, habe ich dann im Anschluss noch gemeint, hinzugefügt. Aber, Skane. Damit Skane hatten wir im ersten Teil genug Freundschaft geschlossen. Damit der hier jetzt nicht so relevant ist. Nachdem wir ja einen ganzen Skane-Kult ausgelöscht haben und so. Aber ja, Vale war der Einzige, der jetzt noch gefehlt hat, weil die anderen, die größeren Götter, sage ich jetzt mal, die nerven uns ja in unseren Träumen. Also Beraf, Magran, Voidika. Ah, stimmt, der Golem würde noch fehlen. Fällt mir gerade so ein. Ich kann mir seinen Namen nie merken, also der Schmiedegott Golem da, der mit Magran verbündet ist. Ach ja, Ondra habe ich jetzt noch vergessen aufzuzählen bei den großen Göttern. Aber gut, weg mit dem Tagebuch, weiter im Text. Nengarth blättert durch das Buch, ihre Augen weiten sich, als es hier dämmert. Sie glaubt, dass wir auf dem Körper von Vale stehen. Vales Körper? Magan erwähnte, dass die Götter einst kraftvolle Körper hatten. Wem jetzt? Welcher Teil? Möchtest du das näher erläutern? Welcher Teil? Anyone care to challenge that? Mein Geld auf dem unteren Rücken. Möchte jemand auf etwas anderes setzen? Taint zieht die Augenbrauen in die Höhe und sieht die Imps an. Lengraft seufzt. While riding my dragon across the White March, I came across an unimaginably large skeleton. Legend would have us believe it is the fallen form of Abaddon. Wie kann ein Golemgott, also ja, Abaddon habe ich gerade gemeint als der Golem, der Schmiedegott. Nett, dass ich ihn gerade erwähnen. Wie kann ein Golem zu einem Skelett werden? Während ich meinen Drachen über dem weißen Sumpf ritt, habe ich ein unglaublich großes Skelett gesehen. Sie gestikuliert ausschweifend. Die Legende will uns glauben machen, dass es sich hierbei um die gefallene Gestalt von Abaddon handelt. The circle has been speculating on the existence of the god's bodies ever since. Der Zirkel hat schon immer über die Existenz der Körper der Götter gestikuliert.
Es gab einst 11 riesige Atra-Statuen, die umherliefen. Ich weiß das alles schon, Lerngraf. Mal abgesehen von der Geschichte, was machen wir damit? Ja, 11 riesige Atra-Statuen. Das ist ein bisschen schnippisch, aber 11. Welche 11 sind das? Zählen wir mal durch. Eotas, Berat, Voedika, Magran, Ondra sind schon mal 5.